Hallöchen, liebe Leute, willkommen zurück bei mir, der Jogzock und Bloodborne. Wegen was ich jetzt hier stehe, ist ganz einfach. Ich habe ja beim letzten Mal relativ viele Blutedelsteine gefunden und da wollte ich jetzt einfach mal nachschauen, ob es hier irgendwas Neues gibt. Ja, plus 224, ein Upgrade um 11 Punkte. Ich werde trotzdem mal kurz mal schauen. Ja, das dürfte der beste sein. Jo, also kommt der ganz klar jetzt rein. So, was haben wir beim Zweier? Haben wir da auch nochmal... Da, der hier würde schon mal gehen. 236. 254. Ja, das ist natürlich richtig heftig. Aber sind immer noch nicht die besten, sonst hätte ich schon den Blutedelsteinmeister freigeschalten. Genau, und der letzte ist hier. 254. Gilt es zu schlagen. 278. Bam. Ja, gut. Mehr Damage incoming. Jo, und somit jetzt auch gleich dann weiter geht's hier im Stufe 3 Dungeon, also der erste der Stufe 3 Dungeons und auch somit für mich der letzte. Ja, Tiefe 3, hier gibt's in diesem Fall 4 Ebenen, die es hier durchzuballern gilt. Ja, dann da mal schauen, wie man es hier durchkommt. Dann der nächste nach dem hier. Mit dem Loran-Kelch. Muss natürlich nur so weit machen, bis ich das Bastard auf Loran-Material habe. Für den übernächsten. Ja. Und dann kommt doch der letzte. Mit der ganz tollen Tussi. Ja, ja. Da bin ich mal gespannt. Da könnte ich aber fast wetten, dass ich noch ein bisschen nachleveln muss. Weil ich bin ja immer noch hier so an der untersten Grenze. Kann man kurz nachschauen. 74, ja, ich habe noch nicht mal die 80, okay. In dem Fall habe ich nicht mal die unterste Grenze. Naja. Schauen wir jetzt mal hier. Diesmal gehe ich auch gleich jetzt hier lang. In der Hoffnung, dass meine Idee vom letzten Mal natürlich auch so stimmt. Ja, durfte es auch, weil hier ist nämlich gleich die nächste. Falls man sterben sollte. So. Los geht's. Eine Falle. Aha. Eine Treppe nach oben. Ja, und hier geht's zum Boss. Also in diesem Fall Zwischenboss. Auf der Ebene 1, ganz klar. Kennt ihr mittlerweile auch schon. So. Ja, also arg viel los ist hier noch nicht. Ist das der einzige Eingang? Hier ist noch eine Tür zu. Zu einem etwas größeren Raum. Gut, geht nicht. Ja, dann ist das hier wohl der einzige Eingang. Ach, die Viecher schon wieder hier. What? Selbst R2 Schlag mit 581 Damage und 427 hinterher, dann ist er gerade mal so down. Okay. Oh, scheiße. Oh nein. Nicht spinnen und dann auch noch wiederkehrend. Scheiße. Ja. Alter. Okay. Ja, da sieht man das schon. Also, dass man das eher sagt hier von wegen 80 plus. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na dann. Das weiß ich sauber, hier gibt Spinnekens. Ist ja nicht so, dass ich die hasse wie die Sau. Okay. So. Jetzt warte ich mal kurz, bis es wieder ein bisschen heller wird. Danke. Was ist denn hier unten? Weil so wie es aussieht, nichts, ne? Nö. Zierde. Oh, der war nice. Das war in dem Fall ein Crit. So. Also hier ist der Fallen-Button. Oh, scheiße. Na,
sind alles voller Spinnen. Bullshit. Ich muss diese Tante erwischen. Da ist sie. Huh. So, erstmal kurz Ruhe, da unten ist ein anderer Schütze. Ah ja, ein neuer Gegnertyp. Der auch eine Armbrust hat, ein Schwert. Alter Verwalter. Jo, also da darf ich definitiv noch nachleveln. Also wenn ich jetzt Glück habe, schaffe ich gerade so diesen Dungeon. Halt, Moment, da ist die Falle. Genau. Dann mal hier ratzfatz zurück. Ab gleich die Türen riegeln. Ebene 1 schon mal hinterein lassen. Ach, Wurst. Da ist meine Lampe. Da war das. Genau. So. Meine dritte Stufe, die magst du schon gewaltig. Eieiei. Ja, und so sind der Endboss, also der richtige, hier vom Story-Modus in Anführungszeichen, ist ja Stufe 6. Oh nein. Okay. Nein. Oh, sicher, sicher. Das ist mir viel zu gefährlich. Ah, die Musik ist richtig geil. Pusht ein bisschen. Oh, shit. Okay. Zwei down. Einer fehlt. Nice. Alter Verwalter. Ey. Jungs, 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 Jungs. Boah. So, Player 2. Von 4, wie gesagt. Ja, Ebene 2. Bitte keine Spinnen. Hallo? Ah, gut, da ist erstmal meine Lampe. Da passiert hier noch nichts, aber ich höre schon so ein komisches Rumgekrabbel. Wie jetzt? Mal keiner, der an der Seite steht? Auf jeden Fall, da ist der nächste Boss. Zwischenboss. Hier geht's runter. Erwische ich hier gleich irgendeinen? Nö, jetzt kann ich auch gleich hier runter. Tach. Hier ist nichts, da ist ein Eingang. Geh mal vor, jetzt mal. Nicht den. So. Das passt. Ja, auch mit dem komischen Glocke da. Hä? Ach, da oben dann wahrscheinlich. Hä?
Free Blutechos. War echt geil gemacht, die Dungeons hier. Respekt. Oh shit. Boah, hab ich mich jetzt erschrocken. Wollte gerade sagen, da bist du nur eine Ratte. Aber die zieht gewaltig. Ja, auch zwei Schläge. Nein. Ach komm schon. Ich glaube, ich bin tot, oder? Ja. Okay. Diese dämlichen Dinger. So. Wir sind nicht nur so normal runtergejumpt. Nö, nee, anscheinend nicht. Diesmal nicht. So, wo ist die Ratte? Tot oder was? Ne. Ja, da ist der Schleimblob. Hol ich mir den jetzt erstmal runter. Oh, nein, hol ich mir nicht. So, jetzt dann. Durfte gar nicht runterkommen, ne? Nee. Warum nicht? Ist er jetzt verbrannt oder was? Jetzt ist es unten, oder? Nee. Egal, müssen wir jetzt nicht kapieren. Da geht schon mal eine Leiter nach oben. Aber ich gehe mal hier hinten hin zu diesen Mini-Ratten. Okay, greifen wir es mal so nicht an. Ach, jetzt ja. Der getroffen hätte, wäre ich weg gewesen. Da lebt immer noch eine, oder? Nee. Nee. Wow, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Grabschwimme mal drei. Hallo? Sehr schön. Mehr Dingensbummens. Nö, ist nichts. Komm ich hier rein, ne? Ne. Ah ja, Sackgasse. Jupp. So. War der Weg schon mal falsch? Boah, dann die Leiter. Da lang? Oder die Hunde? Da lang. Boah. Hallo? Oh nee. Jede Menge Nebeldinger. Aber anscheinend ohne Gegner. Bekommt zumindest keinen Target. Seilmolotow. Ah, Truhen sind gut. Truhen sind gut. Also wird es hier auch falsch sein. Ritualblut. Sehr schön. Wobei ich das dann zur Not auch kaufen könnte. Außer lässt sich das Farmer sparen. So. Genau, sehr schön. Das war das hier. Dann wieder zurück. Was ist das? Ach, die Dinger.
Okay, ich war gerade leicht irritiert, weil das so komisch wackelt. Waffe gefährdet. What? Was heißt denn bitte Waffe gefährdet? Moment. Aha. Ich glaube, dann lief da mal irgendwas hier kacke. Gehe ich jetzt zurück oder was? Ja, ne? Sicher, sicher. Gehe ich nämlich lieber reparieren. Das ist mir zu gefährlich, wenn ich das nie komplett verrecken sollte. Wegen was auch immer. Normalerweise bei FromSoft spielen eigentlich nicht. Aber wer weiß, was die jetzt hier nochmal für Neuerungen drin haben. Krass. Gut, da wurde zwar das Symbol angezeigt, dass die Super hier meine Waffen beschädigen, aber naja, so schnell eigentlich auch nicht. Gut, wobei ich war schon ewig nicht mehr reparieren. Ich habe es mir vorher auch noch überlegt, wo ich die neuen Blutedelsteine reingebastelt habe. Reparieren. So. Ach, machen wir jetzt einfach alles. So. Gut ist. Ich kenne natürlich, genau. Waren jetzt gerade noch mal ein paar neue dabei. Kurz mal nochmal durchflitzen. Nee. Die wohl auch nicht. Nee. Nee. Okay, alles klar. So, 25.000 haben wir noch. Reicht, glaube ich, nicht für Level Up. Ne, 32.000 brauche ich, alles klar. Dann mach jetzt einfach mal das hier. Wie viel wurden da gehen? 35. 15, gut, dann machen wir da einfach mal 10. Und den Rest hier, so, alles klar. Puh, sicher, sicher. Boah, Ebene 2. Das mit dem Herz dahinter, was wir gerade eben noch anstatt Ebene 1 Herz zum Beispiel ist, direkt nach dem Zwischenboss von Ebene 1. Ja. So. Jetzt aber. Das Dumme ist natürlich nur, dass die Gegner wieder da sind. Aber da ich jetzt eh nur da hoch renne und dann über die Brücke, brauche ich vielleicht nochmal so ein, zwei Gegner mehr. Den Rest haben wir ja schon abgegrast. Na auf. Bitte warten. Der nächstverfügbare Speicherstand ist für Sie reserviert. Oh, einmal wieder hier runter. Mit Brühe. Genau. So, das passt. Da ist der wieder. Okay, so bekomme ich den also auch runter. Eieieiei. Ja, und ich meine Loot. Schiss. So, hier hoch. Und dann jetzt eigentlich rechts. Ne, links. Ne. Oh shit. Sehr schön. Ist mein Blutfuel wieder drin.
Na, machen wir das. Bam. Wunderbar. Sicherheitshalber. Hä? Was bist denn du für einer? Ach, die wieder. Nein. Schickes Eisen hast du da. Gut, gut, gut. So, dann mal ratzfatz zurück. Will ich hier runter. Hä? Ah ja, hier hoch. Mein Gott. Genau. Hier ist das Ding. Oder mal schauen, was da jetzt ist. Für einen Zwischenboss. Wobei da fast unter der Riese aussieht wie normaler. Komisch. Was? Ja, nö. One-Hit ist schon mal schlecht. Glaube ich, das habe ich mal irgendwo gelesen. Oha. Hä? Okay, wie den Hammer haut der? Dreh mal zu. Bis das kommt. Lol. Ja. Schön. Ich meine, allzu viele Möglichkeiten habe ich ja hier nicht. Wie ich den da machen könnte. Moment, habe ich hier mal was? Ne, jetzt haben wir nichts. Boah. Ah ja. Das ist schon mal wieder eine seiner Schwachstellen. Nein. Nee. Ach komm schon. Hä? Aber so funktioniert's. Behaupte ich jetzt mal. Oh Mann.
Ja. Lass ich das mal lieber auf einer Hand. Wobei, ja, eigentlich könnte ich ja da. Nee. So, jetzt kommt's. Hardcore. Jetzt weiß das Spiel nicht genug, schon Hardcore wäre der falsche Angriff. Das ist echt dämlich. Mit dem Angriff dann. Das war auf jeden Fall schon mal ein Crit. Na, bist du verkackt. Bin nämlich gerade von der Taste abgerutscht. So. Nein, 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 nein. Boah. Okay, das macht er also auch. Nein. Ich weiß ja, dass ich Schmerzen haben muss, ne? Aber so übertreiben muss ich jetzt auch nicht. Nein, jetzt will ich gar nicht zurückrollen. Ne? Nein. Fuck. Ah, ich hätte mir kein Risiko an. Wow. Okay. Ach komm. Nein. Ich habe jetzt nicht ausgerüstet, was ich will. Weg. Die Musik, ey, richtig geil.
Komm, tschüss. Boah. Expertenblut, Edelschein 3. Okay. Ja, nee. Also Heiltränke, das war's. boah, leck's mir im Arsch. Ab zurück. Boah, nee. Vorher dachte nur Zwischenboss. Nein, jetzt kommen damit Leute zwei Bosse. Jetzt war jetzt gerade ja Ebene 2. Ich muss zu 4. Oh Mann. Alter, jetzt echt eine beschissene Rota gehabt. Oder generell beschissene Angriffe. Ach ne, Schmarrn, was will ich denn da? Ich will hier. Okay, jetzt habe ich zwar wieder 24, aber so wie ich jetzt hier verballert habe, holen wir nochmal 29 neue. Genau. Gut, naja, passt ja eigentlich eh. Ich muss ja nicht jedes Mal überziehen. Weil man sieht es ja jetzt hier, dass ich ja Ebene 2 gerade das Herz fertig habe. Und natürlich geht es bis Ebene 4, wie erwähnt. Und ja, dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen, weil ich mache nämlich hier ein Päuschen und dann geht es in der nächsten Folge weiter mit den letzten zwei Ebenen in dem dritten Dungeon von 6 so gesehen. Also ich sag mal, vielen Dank fürs Zuschauen, bis demnächst, ciao und servus.